Hey Leute, Retro Joe hier und heute gibt's mal wieder Master System Action. Auf dem Game Boy ist ja da der gute alte Titel Kung Fu Master bei allen sehr beliebt. Und auf dem Master System, wie ihr hier seht, gibt es was ganz Ähnliches. Und zwar nennt sich das Black Belt. Ich finde das persönlich ja schon alleine total geil wegen des Covers. Das seht ihr ja hier quasi gerade über mir eingeblendet. Grundsätzlich finde ich ja die alten Sega Master System Cover, die haben einfach total Flair. Dieses Karo-Papier einfach mit so einer handgezeichneten Grafik dann noch dabei. Und ja, wir rennen hier quasi von links nach rechts und vermöbeln hier immer denselben Typen quasi. Finde ich, sieht optisch mal wieder ein gutes Stück besser aus, als was man vom NES so gewohnt ist. Aber das ist ja schon nichts Neues hier. Ein Knopf zum Hauen, ein Knopf zum Treten. Ich habe keine Ahnung, ob es irgendwelche Special Moves gibt. Ein Jump Kick können wir natürlich. Jetzt werde ich hier so ein bisschen umzingelt. Und manchmal kommt dann noch irgendwie so ein bisschen Feuer irgendwie aus meinem Fuß. Ich habe aber nicht verstanden, warum, wieso und weshalb. Und der Typ, der haut mich jetzt hier mit seinen komischen, was auch immer das für Messer waren, hier quasi fast aus den Latschen. Aber nur fast. Musik geht auch in Ordnung. Das Ganze fühlt sich okay an. Finde ich. Und wir gucken mal, wie weit wir jetzt hier mit einem Leben kommen, bevor wir das Zeitliche segnen. Die Frage an euch, kennt einer von euch Black Belt? Hat das einer früher mal gehabt? Hat überhaupt einer von euch damals ein Master System gehabt? Ich habe ja vor kurzem in meiner Sega-Historie schon erwähnt, dass... Oh, da bin ich auch schon tot. Schon erwähnt, dass ich selber als Kind eigentlich nie Master System hatte, bis ich dann später so Ende, ja so 17, 18 rum gewesen bin und da meine erste Sammelleidenschaft dann mal ausgelebt habe quasi mit meinem Geld aus der Ausbildung. Na, Jungens, was ist das denn hier? Ich muss mich mal gerade hier ein bisschen aufs Spiel konzentrieren, damit ich hier nicht sang- und klanglos untergehe. Ja, komm, und du auch. Ich habe noch nicht gerafft, warum manchmal hier... Oh, das ist aber jetzt ein anderer als eben. Eben hatte der irgendwie zwei Messer und der hat jetzt einen Stock. Guck mal an. Ja, wedel du da mal. Ich komme und trete dir ins Gesicht. Ah, jetzt habe ich das Sushi da oben verpasst. Aber das ist nicht schlimm, weil wir haben noch recht viel Energie. Wir schlagen uns deutlich besser als gerade beim ersten Leben. Ist die Musik bei mir gerade einen kleinen Aussetzer? Der Sound ist aber noch da. Ah, okay. Quasi hat das Musikstück wieder von vorne angefangen. Sushi, jetzt bin ich wieder voll beladen mit Energie. Und wir haben scheinbar das Ende des Levels erreicht. Da geht es zumindest vorne mal nicht weiter. Ist das jetzt hier Vega oder was mit seinen Krallen? Da hat er auch nicht viel ausgehalten jetzt. Das sind scheinbar nur so kleine Zwischenbosse. Ja, grundsätzlich bin ich ja sowieso ein großer Freund von Sidescrolling Beat'em-Ups, auch wenn die ursprünglichen jetzt hier so wie Kung Fu Master oder hier halt Black Belt ja noch eher rudimentär waren und dann später mit Streets of Rage das Genre natürlich zu ungeahnten Höhen aufgestiegen ist. Wo man dann auch ein bisschen mehr, ich sag mal, Möglichkeiten hatte. Machen wir uns nichts vor. Sidescrolling Beat'em-Ups sind jetzt nicht das abwechslungsreichste Genre unter der Sonne. Erstes Level geschafft. Oh! Okay. Das ist jetzt hier scheinbar so eine Art One-on-One-Bossfight. Da gehen wir mal lieber ein bisschen vorsichtiger vor. Der Typ hat oben ja auch eine Energieleiste. Blocken kann ich nämlich nicht. Passiert was, wenn ich beide Knöpfe gleichzeitig drücke? Nee. Na, komm her, Typ. Okay, einen Sprung schlagen macht er nicht. Also getroffen. Nochmal getroffen. Also richtig viel Schaden machen wir ja nicht hier. Er macht halt uns deutlich mehr Schaden, wenn er uns trifft. Das ist fast ein bisschen unfair. Aber auf hier mit deinen Kranich-Kicks, Typ. Ja. Spannende Sache hier gerade. Muss ich natürlich sämtliche Skills auspacken, die ich in One-on-One-Fightern überhaupt nur habe, um diesen epischen Endboss hier in seinem pinken Bademantel da in seine Schranken zu weisen. Aber den packen wir doch jetzt noch, oder?
Hier, Leute, sag doch mal. Ich glaube, wenn er mich noch einmal trifft, dann war es das für mich. Aber der Jumpkick hier bewährt sich so ein bisschen. Wobei, ich ziehe dem gar nichts mehr ab, ne? Habe ich gerade den Eindruck. Ne, irgendwie nicht. Das ist doch scheiße. Ich habe dem gar nichts mehr abziehen können gerade. Naja gut, ich glaube, für den ersten kleinen Eindruck von dem Spiel soll das auch reichen. Was haltet ihr denn von Black Belt auf dem Master System? Findet ihr das cool? Habt ihr da irgendwie Erfahrungen mit? Wisst ihr, was so der Marktpreis dafür ist? Ich spiele ja mit dem Gedanken, mir für meinen Mega Drive noch so ein Master System Adapter zu kaufen und dann auch Master System Spiele so ein bisschen zu sammeln, jedenfalls. Naja, genug gequatscht. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Retro Joe out.